Arminia Bielefeld steht in Frankfurt morgen im Pokalviertelfinale vor dem größten, nicht dem wichtigsten, aber dem größten Spiel dieser Saison. Ja, Jürgen Kamni hat eben erzählt in der Presserunde, worauf es ankommen wird. Das ist nämlich eine gute Verteidigung, um die Eintracht-Spieler vielleicht ein wenig zu nerven und damit aus dem Konzept zu bringen und damit dann doch eine kleine Chance zu haben auf das Pokal-Halbfinale. Hier im Hintergrund brechen die Spieler gerade auf, die letzten Sachen werden eingepackt, auch die letzten Kisten voll mit Selbstvertrauen, damit man dann in Frankfurt übersteht und vielleicht das Wunder Halbfinale schafft. Jürgen Kamni, ist es ein Vorteil für Arminia, dass gerade bei Frankfurt im Moment so ein bisschen hakt, dass die 3 Spiele in Folge verloren haben? Das werden wir morgen sehen, was es bei Ihnen bewirkt. Ja, klar, ich meine, die sind trotzdem in der Bundesliga-Tabelle auf Platz 5, also, oder 6. Haben jetzt dreimal natürlich ineinander verloren, aber haben natürlich auch gute Ergebnisse zu Hause erzielt. Also gegen Bayern, glaube ich, unentschieden gespielt, gegen Dortmund gewonnen. Also da kommt schon ein Kaliber auf uns zu, das ist ja keine Frage. Die haben Qualität in ihrer Mannschaft und da müssen wir schon eine Top-Leistung bringen, wenn wir da ja, eine Runde weiterkommen wollen. Darum geht es ja. Wie kann man Frankfurt knacken? Ich denke, dass wir ähnlich wie in Hannover natürlich sagen wir, gut verteidigen muss und dann eben über das Umschaltverhalten. Das hat Ingolstadt auch sehr gut gemacht. Zwischendurch muss man sich auch mal ärgern im Spielaufbau. Also da muss man eine gute Mischung haben auf dem Platz und dann natürlich Vertrauen und Mut im Umschaltverhalten. Das wird ganz wichtig sein. Also wenn man sich da nur hinten reinstellt, dann wird es sicherlich ganz schwierig. Aber aus dieser Kompaktheit natürlich nach vorne immer wieder Nadelstiche setzen. Ich glaube, das wird das Rezept für dieses Spiel sein. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Danke. Sebastian Schuppan, Pokal-Viertelfinale kennt ihr aus den letzten Jahren? Ist immer ein Erlebnis. Muss der Trainer noch besondere Worte wählen oder ist die Motivation eh schon mal 100%? Glaube ich nicht, dass er das machen muss, aber ja, wie du sagst, Viertelfinale ist immer super interessant, ne? Und es ist eine Ehre, da spielen zu dürfen. Nur noch 4 Spiele und wir sind dabei und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine super schwere Aufgabe, aber wir haben nichts zu verlieren und ja, wollen uns erstmal gut stellen hinten und wollen gucken, dass wir nicht so viel zulassen und dann den Frankfurtern das Leben ein bisschen schwer machen. Ist das genau das Rezept fürs Spiel, wie man Frankfurt vielleicht knacken kann, indem man hinten dicht macht und die so ein bisschen, ja, nervt, sage ich mal? Ja gut, ich glaube, ja, na klar, ich glaube nicht, dass wir die nach vorne totpressen können und dann hoffen können, dass wir da 10 Bälle erobern in der gegnerischen Hälfte. Aber wir müssen es halt clever machen. Wir müssen versuchen, ähnlich wie in Hannover, die Räume eng zu machen und in Frankfurt dann, ja, klar den Ball zu überlassen und gucken, dass wir da mal dazwischen spritzen können. Und ja, das wird ein Ziel sein. Du musst dann halt versuchen, dass sie so in den Rhythmus kommen und denken, Mann, die verschieben aber gut, die machen es nicht schlecht. Und dann muss man die Unsicherheit dann versuchen, ein bisschen zu nutzen. Aber wie gesagt, Frankfurt ist schon ein sehr starker Gegner, dessen sind wir uns auch bewusst. Und ja, wir schauen einfach. Wir haben nicht den großen Druck, wir schauen einfach, was passiert, aber wollen natürlich trotzdem alles Mögliche, was in unserer Macht steht, versuchen, um was zu reißen. Klar. Pokal wäre ein schönes Plus. Überlebenswichtig ist natürlich der Klassenerhalt für Arminia. Ist das so ein bisschen im Hinterkopf da bei dem, was man gibt in Frankfurt oder kann man das komplett ausblenden? Nee, gar nicht. Ich denke, wir haben danach auch noch genug Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass wir Freitag schon wieder ran müssten oder so. Bis Sonntag ist genug Zeit, sich zu regenerieren. Und wir wissen natürlich, dass vom Stellenwert her Aue das wichtigere Spiel ist. Aber Pokal macht halt Spaß, ne? Das wissen wir seit den letzten Jahren. Und ja, es macht Spaß, andere Mannschaften, höherklassige Mannschaften zu ärgern. Und ja, wie gesagt, wir sind auf der Seite, wo keiner von uns was erwartet. Und deswegen spielt es sich auf der Seite immer ganz gut. Alles klar, danke dir. Sehr gerne.